Willkommen am Lycée Aline Meirisch. Et das langt ein gut Gebäude. Mit den Bonnen ist ganz viel Leben, Lehren und Fried. Die Idee von unserer Schule ist es, alle Schüler Wurzeln auf die Lecken zu gehen. Der Lycée Aline Meirisch will Wissen vermitteln, aber auch Werte und Kompetenzen, die wir in einer vernetzten Welt brauchen. Die Schüler sollen lernen, ihre Fähigkeiten sinnvoll anzusetzen. Sie sollen autonom und responsabel gehen. Ein gutes Beispiel dafür ist den Defi, den alle Satyam-Schüler machen können. Der Schüler soll 6 Monate lang ein eigenes Projekt planen und selber realisieren, ob es was nicht mit der Schule zu tun hat. Kein muss den Defi machen, aber die meisten Schüler, die hier an der Lycée kommen, probieren es. Und viele von ihnen halten durch. Dafür wird am Ende dick gefeiert. Autonom und responsabel, das sind Stichwörter, die wir hier in der Schule ganz genau kennen. Ein von den Grundkonzepten von der Schule war ja den, wie Philippe Mérieux es sieht, dass der Professor auch muss Student, Schüler bleiben, er muss weiter lehren am Alter. Dafür als Fachgruppen, die sich wöchentlich gesehen, die über Didaktik von ihrem Fach schwätzen. Dann ist doch so, dass es schon am Weekend Pädagogik, wie wir es nennen, geht, für die große Debatte zu feiern, wie die nächsten Prioritäten von der Schule effektiv sich an Zeit sollen anschreiben. Doch wir sehen daran in Klassen, dass die Bänken oft changieren, dass ganz oft der Gruppe geschafft wird, dass auch individuell Arbeiten gemacht werden, wo dann durch noch ein Echange geschieht. An die Aktivitäten, dass die möglichst Sinn machen, dass die Schüler gesagt haben, das ist aktualitätsbezogen, ich lerne die Welt besser verstehen, dadurch, dass ich an diesem Fach das mal anders belichten kann. Bei vielen von unseren Schülern kommt dieses Konzept ganz gut an. Und auch bei den Älteren. Bei der letzten Defi-Feier haben wir sie in ihrer Meinung zum Lycée gefragt. Was für mich immens wichtig ist, dass meine zwei Kinder immens gerne hinkommen. Dass da Technik und Klassik miteinander verbinden können, fand ich ganz flott. Als Mädchen hat profitiert von der Option, für an der Mittelstunde Englisch zu machen, freiwillig. Was formidabel ist, dass schon ein bisschen präpariert wird nächstes Jahr. Die Kinder sollen schon selbstständig arbeiten. Habe ich den normalen Mann, die über die Schule rausgehen. Mucha participación de los profesores y de los alumnos también. And they're more integrated with the whole of Luxembourg society. Es ist schon ganz gut gemerkt, dass die zwei Kinder, weil sie schon ganz verschieden sind, wirklich schildfrei auf Singen der Weisheit gefordert werden. Und das fand ich extrem flott. Und auch für die Eltern möchte ich die Sache viel mehr einfach. On est souvent demandé à participer à des activités ici à l'école. Das ist immer Indo, einfach, wenn ein Problem hat. Und das fand ich wirklich super. Die Eltern an einer Schule sind ein enorm wichtiger Partner. Wir merken eigentlich, dass durch das Mitschaffen von den Eltern man immense Qualitätsgewinn haben. Alle Jahre sind rund 1300 Schüler aus dem ganzen Land am Lammel angeschrieben. Für Klassik, über Lycée Technik und Präparatoire bieten wir bald alles an. Klassiksklassen sind zwar stark an der Überzahl, wir sind aber ganz hoffentlich bei uns Prosi- und Präparklassen. Durch sie haben wir eine ganze Reihe von Ateliern installiert gekriegt, die auch die Optionsschüler von Trosiam bis Premier nutzen, aber wo sich außerhalb von der Schulzeit Schüler von allen möglichen Klassen gesehen, die Lust haben, etwas extra zu schaffen. Profen, ob denen, an denen Atelier trifft, haben auch Lust auf Tüfteln, Tanzen, Bitzen oder Schreinern. Zusammen entdecken sie neue Welten und klammern dafür sogar auf dem Dach. Wir gehen mal raus aus der Klassensaal und lassen uns ein bisschen wibbeln. Bei uns hat der Sportlicher seinen ersten Schritt gemacht, und dafür haben wir eine immens dynamische Sportsektion, die extrem viel von den Schülern genutzt und appreciiert wird. Neben den Kuren bieten als Sportsprofen an der Mittelstunde und nur der Schule viele verschiedene Aktivitäten an. Wir haben es aber auch kein Paradies. Mobbing zum Beispiel, also Psatiam, Ossisiam, Klasse, Daxe, Sujet, ein ganz Lützburg und auch bei uns. Dafür haben wir eine ganz aktive Mediationsgruppe, ein Team von Profen und ausgebildete Schülerequipen, die auf Klasse gehen, informieren, abklären und auch an konkrete Konflikte helfen und medieren. Solidarität unter den Menschen an der Schule ist ein wichtiges Sujet. Beim Kuchendach, den einmal am Mond stattfindet, sammeln Schüler und Ältere so für die Schüler am Lycée zu unterstützen, die finanziell Probleme haben. Solidarität geht aber viel mehr weit. Mit unserem aktuellen Schulprojekt unterstützen wir junge Frauen in Indien.
Wir haben direkten Kontakt mit den indischen Studenten dahinten und es gibt ganz viel Interesse und viel Freuen von beiden Seiten. Wir wollten ganz jahrelanger Kontakt mit ihnen, mit dem Highlight aus Journée de la Solidarité im Dezember. Einen Tag lang kommen die Schüler aus ihren Klassen raus und kochen, backen, basteln und verkaufen für Suchen zusammen für unser Projekt in Indien. Den Tag, zusammen mit unserem Solidaritätslauf Swedish Vidrun, bringt all Jahr die respektable Summe von 20.000 Euro ran. Autonomie und Solidarität sind Begriffe, die viele Schüler seriös holen und praktisch auch leben. Für ein paar Jahre haben wir dafür unsere eigene JOS-Gruppe gegründet. JOS steht für Jeunesse Organisation Solidarité. JOS-Gruppe ist eine Equipe von mehr allen Schülern, die alle möglichen Evenemente organisieren, für die Idee von der Solidarität an der ganzen Schule zu promovieren. Und die Schüler kommen hier allgemeinisch also auch ganz autonom und biblisch. Ob trotzdem organisieren die Schüler ihre eigene Klasse ist. Sie mussten sie mit Autowaschen und Rosenverkauf selber finanzieren, und für das es keine Vakanz gibt, mussten sie auch die pädagogische Wolle beim Direktor vierdrohen. Sie fanden aber alle Jahre Flugplatz für das Studienreis von London über Amsterdam bis Venedig. Ob diesem sind die Unterprises Hüge. Die Klasse produzieren und finanzieren ihre eigene Kunstzeitschrift. Und ob der D als Mini-Unterprise ein Must. Dieses Jahr ist so die Lani entstanden, als die Maskottchen, zu dem die Schüler aus ganz verschiedenen Klassen ein EGBD gezeichnet haben. Wie autonom als Schüler sind, gesagt ihr auch bei unseren großen Evenementen wie Music in Motion. Das ist unser großes Musik- und Tanzspektakel, bei dem für allem Musikklassen weisen, was sie können. Für ein paar Jahre hat Alin Meurisch diese Klassen angerichtet für all die Schüler, die mit Begeisterung an ihrer Freizeit Musik machen oder tanzen. Los sind sie alle von 7 bis 4 in einer Klasse und arbeiten zusammen um musikalische Projekte. Und auch an den Kuren, an den Sprachen oder an der Mathe sichern Profi von diesen Klassen immer auch einen Bezug zur Musik. Auch als Theater-Equipe ist immens kreativ und aktiv. Dieses Jahr kreiert sie für das Spektakel Superheroes so gut die Bühne vom Kapuzinertheater. Für uns, die Computergeneration, aber auch zum Lesen zu kreieren, invitieren Sprachprofen DAX-Autoren, die uns mit ihrer Begeisterung sollen ausstechen. Aber dem einen oder anderen funktioniert das auch richtig gut. Es ist einfach cool, die Leute, die Bücher schreiben, zu sehen und mit ihnen zu diskutieren. Die Europäische Kommission hat dieses Jahr eine Ausstellung für Junge organisiert, die bei uns an der Schule die Ouvertüre gefeiert wird. Unser Außenminister Jean Asselborn war auf der Eröffnung. Hier und mit uns auch über aktuelle Probleme an der internationalen Politik gesprochen und wir waren immens froh darüber. Wir haben so Highlights mit DAX und invitieren die Leute, die viel zu sagen haben, draußen, gerne an die Schule ran, für mit ihnen zu diskutieren. Von Vivian Reding über den Claude Thomas bis den Etienne Schneider. Wir fanden nicht, dass ihn alles nicht mehr kann aus einem Buch lehren, mit muss ihn auch etwas erleben. Ein von den Erlebnissen ist ein Reis auf Auschwitz, wo alle Jahre eine Gruppe von Schülern Sachen gesagt, die sie nie werden vergessen. Wir können mit Leuten schwätzen, die das unvorstellbar schrecklich Grausamkeiten überlebt haben. Zusammen schaffen wir eine bessere Welt. Dafür engagieren sich viele von uns, mit Projekten am Klassenzimmer, aber internationalen Evenementen, an denen als Schule partizipiert. Wir sind zum Beispiel alle Jahre aktiv beim Model European Parliament dabei, wo wir mit 200 Studenten aus anderen europäischen Ländern lehren, wie richtig Parlamentarier schaffen. Das ist viel Arbeit, aber auch viel Frieden. Wir sind auch Member vom Netzwerk von den UNESCO-Schulen. Und wir sind Teil von Microsoft Network Partners in Learning, an dem rund 1000 Schulen weltweit zusammen schaffen. Mit unserer Erfahrung beim Einsatz von Computern an der Schule sind wir entretemps Mentor School und testen an einem internationalen Team den Impact von neuen Technologien auf Lehre vom Schüler. Die Entwicklung von unserem Lycée geht immer voran. An den Punkten, wo wir im Moment so und dass wir prioritär sollen schaffen, als ein international nach Migros Ouvertüre. Einen zweiten Wolle, den wir unbedingt wollen ausbauen, als eben die personalisiert lehren durch eine spezifische Lernplattform, gerade von unserer Schule aus, wo alle Schüler sein kann. Und in anderen Domänen, als dem wir haben, die immense Talentforschung von den Schülern absetzen, dass wir die damit konsequent begleiten auf den höheren Klassen. Und auch ganz gezielt dann die Präparation auf die Uni weiterführen. Das ist auch der Wunsch von den Eltern. A little more engagement with the English university system would be great. A little bit more of an international flavor would be helpful.
Was ich kein besser mache, das leidet nicht mal in meiner Regelung, dass den Schulhof, den tristen Schulhof, ein bisschen abheben. Da sind wir ganz damit d'accord. Wir haben direkt probiert, mehr Farbe an den Hof dran zu kriegen. Willkommen am Lycée Alimeurisch.